einen Funke vom menschlichen Anstand, einen Funke von normaler Verhaltensweise hätten, dann würden sie jetzt ihr Maul halten, statt versuchen, uns dauernd zu stören. Aber wir sind ja froh, dass sie da sind. Da merkt die Bevölkerung der Oberpfalz, was ihr blühen würde, wenn Chaos und Anarchie, wenn jetzt rot-grüne Konstellation in der Bundesrepublik die Macht übernehmen würde. In Bayern habt ihr nichts zu verlieren. Wer schleicht in Bayern um und auf Standortzug im Trachtel gewandt, ganz so ein Pfalz, er strahlt vor Glück. Grüß Gott, Herr Jaumann, grüß Gott, Herr Dick. Es muss ein Mittwoch gewesen sein, ein Ascher Mittwoch obendrein. Es ist ein Glücksfall, ganz gewiss, dass unser Bayernland so kerngesund ist. Die Freie Republik Wackerland wird ausgerufen. Ausgelassen feiert man Weihnachten und Silvester. Ein Kulturfest mit bekannten bayerischen Künstlern wie den Biermöselblasen oder Gerhard Polt lockt 15.000 Menschen an. Es ist ein Glücksfall, ganz gewiss, dass unser Bayernland so kerngesund ist. Angesichts des anhaltenden Widerstands rückt die Staatsregierung die WAA-Gegner in die Nähe von Terroristen. Gleichzeitig rüstet sie die Polizei auf und fordert Verschärfungen der Demonstrationsgesetze. Ostern 1986 demonstrieren 100.000 Menschen gegen die WAA. 41 Wasserwerfer verspritzen Tonnen von giftigen CN- und CS-Gas. Es gibt viele Verletzte. Ein Asthmatiker aus München kommt ums Leben. Eskalation an Pfingsten. Die Stimmung ist aufgeheizt. Kurz zuvor geschah der Super-GAU im Reaktor von Tschernobyl. Über 50.000 demonstrieren am Bauzaun gegen die WAA. Im Innenministerium wird der Ruf nach Distanzwaffen und Gummigeschossen laut. WAA-Gegner feiern den Baustopp als ihren Sieg. 3,5 Jahre nach Baubeginn wird das Prestigeobjekt der bayerischen Staatsregierung und der Atomwirtschaft zum Milliardengrab. Der Widerstand gegen die WAA ist für viele ein wichtiger Teil ihrer Biografie, den sie nicht missen wollen. Auch für den 34-jährigen Wolfgang Köpf. Er ist heute Lehrer in Regensburg. Der Wald ist weg. Jetzt stehen halt das Eingangslager steht, da wird halt was für sich BMW oder Küchenmaschinen hergestellt. Aber ein Erfolg war es natürlich in der Hinsicht, dass so eine riesige Bevölkerungsschicht, dass sich solidarisiert hat und letztlich dann natürlich die WAA nicht gebaut worden ist und vielleicht sogar das Bewusstsein so weit geschärft wurde, dass man jetzt auch gegen andere Projekte sich zur Wehr setzt oder gegen andere Strömungen, sei es jetzt Neonazis oder die Hetze gegen Asylanten oder sonstige Randgruppen. Und das, glaube ich, ist das eigentlich Wesentliche, was die Leute hieraus gelernt haben, ihre Berührungsängste zu verlieren und so ein politisches Bewusstsein zu entwickeln. Das schätze ich am höchsten ein.